Mann, im Phantasmagoria-Fans, wir haben letztes Mal schreckliche Dinge gesehen. Wirklich schreckliche Dinge. Und ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen. Der gute Cyrus war gegen Ende noch da und hat uns zu einer Seance eingeladen. Und ich würde ganz gerne vorne rausgehen, weil ich möchte ganz kurz mal ein paar Sachen abkleckern. Wir würden da jetzt direkt, glaube ich, zu Cyrus kommen, aber ich möchte, weiß ich auch nicht genau. Wir hatten uns auch die Absinthflasche angeschaut. Wir hatten uns die Wahrsageautomaten haben wir uns angeschaut und haben da gesehen, dass da also ne, irgendwer uns beistehen möchte. Also wir sind nicht allein, stand da drin und ich gehe da jetzt mal raus. Das ist auf jeden Fall alles. Wir machen jetzt eine Seance und das ist alles irgendwie. Es ist auf jeden Fall dunkel, liebe Leute. Irgendwie hat er schön die Laternen angemacht. Ich gehe jetzt mal hier gucken. Wieso ist das alles so matschig? Ich glaube, in die Stadt können wir jetzt gar nicht fahren. Ich will das mal ganz kurz probieren, liebe Leute. Seid mir nicht böse. Wir kommen auch sofort zurück, wenn... Ach, es ist zu spät, in die Stadt zu fahren. Alles wird zu haben. Ach, ist ja schrecklich. Es ist zu spät, in die Stadt zu fahren. Alles wird zu haben. Ah, Irien. Ah. Ich wusste das. Also sobald es dunkel wird hier, kommen wir erstmal nicht mehr in die Stadt. Gehen wir jetzt mal hier rein. Ich weiß nicht, wo kamen wir denn immer zur Scheune? Nee, zur Scheune. Doch. Okay, wir müssen jetzt eine Seance machen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Seancen gemacht oder daran teilgenommen? Ich bis jetzt immer nur in Filmen, aber das hat mir auch gereicht. Wir gucken jetzt mal, was Harry jetzt so vorhat. Oh, Cyrus stylt sich, cool. Ma, die ist dir. Oh, willkommen, oh Sucher der Welt, der Geister. Hallo, Harriet. Setzen Sie sich. Die Seance kann beginnen. Oh, ehrwürdige Geister der Unterwelt, schaut auf uns. Sprecht mit uns, o Schatten der Dunkelheit. Gebt uns einen Schimmer eures Geistes. Ein Zeichen eures spirituellen Daseins. Ich glaube, die beißen an. Oh, ruhelose Seelen. Dieses arme Mädchen sucht Antworten. Antworten auf unbekannte Fragen. Ihr müsst nur... Oh nein! Oh, was zum Teufel? Ich, Sultan Karnowasch, war gierig und dumm und öffnete eine Tür zu dunklen Dimensionen. Ich befreite eine Kreatur, eine Macht des absolut Bösen. Es wurde eingefangen. Aber jetzt ist der böse Keim frei, um erneut jemanden zu infizieren. Du bist die Auserwählte. Nur du kannst es vertreiben. Finde den Drachen
er wird dir den Weg zeigen. Wissen Sie nicht? Weiß was? Sie haben es getan, Harriet. Sie haben es wirklich getan. Sie wollen mich nicht veralbern, oder? Nein, das würde ich niemals. Das ist noch nie passiert. Ja, heiße Sache. Cyrus, Cyrus, ich hab's geschafft. Ich hab's endlich geschafft. Okay, meine lieben Leute, also sagen wir es mal so, das haben wir ähnlich schon mal bei Monkey Island 2 gehabt, ne? Glaube ich, war das 2? Ja, ich glaube, das war bei Monkey Island 2, wo wir Rapscallion, den Koch, auch wieder zum Leben bringen mussten. Und das war so was Ähnliches. Natürlich, ne, du bist die Auserwählte, das ist natürlich voll Klischee, ne? Also, klischeemäßiger geht's gar nicht. Du bist der Auserwählte, es kann nur einen geben und überhaupt sowieso. Aber ansonsten schon sehr nett gemacht. Also, die Kreatur... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Angst hätte. Nein, das sage ich nicht. Ne? Aber ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen und sie ist... gut, wir wissen, der gute Dawn hat sich schwer verändert, was darauf schließen lässt, dass die ganze Scheiße schon am Kochen ist. Und zwar schon mächtigstens am Kochensten. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Und gut, ich will da nochmal reingehen, ich will da nochmal reingucken. Das ist, wir müssen nochmal schauen. Das haben sie schön abgedunkelt und Harriet hatte richtig Spaß und Cyrus hatte doch ein bisschen Angst. Okay, hier ist nichts mehr, dann gehen wir auch mal wieder raus. Ihr seht, ich könnte singen, weil ich ein bisschen Angst habe, aber ihr habt ja... Okay, da können wir nicht, wir gehen mal hier rein. Ja, jetzt können wir hier noch schön dunkel aussehen. Jetzt kann ich mal meinen Moon singen. When the moon is so right, like a big pizza party tomorrow. Aber wir lassen uns nichts anmerken. Ich gehe mal ganz kurz hier weiter. Mal gucken, was... Es ist jetzt alles ein bisschen dunkel. So kennen wir das ja gar nicht, das Gelände. Wir kennen es ja nur bei helllichten Tage und... Oh, what is that? Konnten wir uns das schon mal richtig ansehen? Ich meine jetzt so als ne, mit gefülltem Wasser, das habe ich so noch nicht gesehen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ne? Und gut, wir hatten Cyrus mit der Katze spielen gesehen, ne? aber dass er die umbringt, ich weiß es nicht, könnte Dawn gewesen sein oder Alf, ne? Wir wissen es nicht, ne? Okay, das ist ein neues Kapitel, ich muss nochmal in den Spiegel schauen. Okay, der wird wahrscheinlich... Okay, der ist gar nicht mehr aktiv. Gut, das ist gut zu wissen. Ne, wenn die Sachen nicht mehr aktiv sind, kommt man auch nicht mehr... Denn, ne, das ist gut. Da spart man sich ein bisschen Zeit. Ne, aber solange... Lady, dich kann ich nochmal schauen. Ja, anschauen, das ist... I love this piano, man. Fire. Lalalala. Ich sag nicht, dass ich Angst habe. Wir gucken mal... I'm not going to hack that kind of phone out this morning.
Was zum Henker? What the hell? Also bei diesen ganzen Einschlägen kann man natürlich auch davon ausgehen, dass möglicherweise Adrian die Zigaretten geraucht hat. Und weil solche... das ist nicht normal, sind wir mal ehrlich, das ist nicht normal. Wir gucken mal ganz kurz hier nach dem Absinth, ob er mittlerweile leer ist. Ich weiß es nicht. Wir kommen ans Feuer. Das war Spaß, die Katze, ne? Die ist echt... Was? Ist das das Klavier, was da im Spielen ist? Gehen wir nochmal raus. Okay, aber ich will ganz kurz trotzdem mal hier nach dem Absinth gucken. Wieso komme ich da nicht mehr rein? Oh, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin, Freunde. Ich wollte eigentlich zu dem Klavier. Ne, ich wollte eigentlich über der Absinthflasche, aber da kommen wir nicht mehr dran, liebe Leute. Gut, dann gucken wir uns mal das Klavier an, weil irgendwas spielt hier Musik. Ne? Das könnte nicht wieder das Grammophon sein. Aber das ist erstmal still, glaube ich. So, wieso ist das hier so beschränkt rot? Okay. Das hatten wir schon. Guck mal hier nochmal ganz kurz. Okay, da kommen wir immer noch nicht rein. Na gut. Mist, verschlossen. Verschlossen, Mist, verschlossen. Der hat mehr amerikanischen Akzent als ich. Das heißt, der hat mir viel mehr Angst als ich. Ne? Das ist eine gute Sache. So, pass mal auf. Den Wahrsagerautomat hatten wir, glaube ich, schon getestet. Sollen wir jetzt mal rausgehen und mal nach Cyrus gucken? Aber guck mal, was Dawn so am Machen ist. Es gibt ein Kapitel, aber ich glaube, das ist das letzte Kapitel. Da dürfen wir in die Dunkelkammer nicht mehr reingehen. Sonst ist das Kapitel vorbei. Ne? Ihr wisst ja, das Spiel ist von Sierra. Sierra hat teilweise sehr unfaire Sachen. Das heißt auch no Point of No Returns, also Dead Ends. Ne? Und aber ich glaube, dass wir sind jetzt, glaube ich, im sechsten Kapitel, im fünften. Ich glaube, im fünften Kapitel sind wir. Ne? Wir können ja mal ganz kurz schauen. Können wir ganz kurz mal gucken hier. Genau, wir sind im fünften Kapitel. Hier sehen wir den Fortschritt. Ne? Wir sind jetzt also im fünften Grad angefangen und dann das sechste und das siebte ist dann das. Wir spielen mal weiter. Wir gehen mal gucken, ob Dawn jetzt eventuell wieder mit uns reden möchte. Ne? Ich weiß es nicht genau. Ja, das ist der wunderschöne Wandteppich. Ich finde das immer wieder schön. Ich könnte das abbrechen. Möchte ich aber nicht. Ich finde den Teppich so schön. So. Okay. Wir gehen erstmal gucken, ob Dawn eventuell... Dawn? Ich glaube. Bist du da drin? Ich glaube nicht, okay. Das hatten wir auch, glaube ich, schon. Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht. Ich bin da. Das ist alles ein bisschen tricky, ne? Weil man weiß nicht, was hat man schon gemacht, was hat man nicht gemacht. Insbesondere, wenn natürlich auch längere Aufnahmepausen dazwischen sind. Okay, da scheint aber nichts passiert zu sein. Jetzt gehen wir hier ganz kurz rein. Ich will noch mal ganz kurz in den Spiel gucken. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das noch können, aber das ist. Wir gucken noch mal ganz kurz rein, was wir jetzt so sehen. Weil da haben wir ja diese. Okay, weil da hatten wir die Fütterungsszene gesehen. Gut, das Grammophon ist aus. Kriegen wir hier nochmal einen geschallert, wenn wir da drangreifen? Diesen komischen Kopf hier vorne, den habe ich so auch noch nicht gesehen, aber...
Okay, sie kriegt auf jeden Fall keinen mehr geballert, glaube ich. Sie greift also nicht mehr rein. Sie hat also gelernt, ne? Adrian ist lernfähig, das ist eine gute Sache. Und... okay, dann gehen wir mal raus. Was wir aber noch, was ich auf jeden Fall nochmal checkern möchte, ist, oben. Ich will mal ganz kurz in das vergessene Zimmer sehen. Okay, als erstes gehen wir mal da rein. Weil, ne, da waren wir ja bis jetzt nur bei Tag drin. Mal gucken, wie das bei Nacht so aussieht. Mal gucken, ob wir irgendwas sehen können. Das Gewächshaus. Ich will nie wieder in dieses Gewächshaus, Freunde. Das ist... okay. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz hier da noch mal rein. Flum, wir müssen die... der Spiegel. Seht ihr den Spiegel? Seht ihr den Spiegel, Freunde? Der Spiegel hat sich doch verändert. Ich klicke da mal drauf, allerdings erst in der nächsten Folge. Meine lieben Leute, ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, das ist alles ziemlich... Der Kater ist tot. Ne, Spars oder Sparks oder wie er hieß, ich weiß es nicht. Und das, ob das Cyrus war, ich weiß es nicht. Ne? Der Kano hat seltsame Dinge gemacht. Wir haben ihn jetzt mal als Geist gesehen. Hat einen Kammer, so klein mit Hut, aber hat sich sehr geschämt für die Dinge. Und das war alles ganz... liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Sagt euer Spielkind für 45 und den Spiegel geben wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.